So, in Sisimiut haben wir dann Folgendes festgestellt. Sowohl unser Reiseführer als auch die Wanderkarte sprechen von einem öffentlichen Campingplatz, in Anführungszeichen, außerhalb der Stadt, wo es wohl auch sanitäre Anlagen geben soll. Sprechen beide von. Ja? Beide sind sich auch ziemlich einig darin, wo das ungefähr sein soll. Und wir haben da verzweifelt danach gesucht und das Teil nicht gefunden. Letztendlich haben wir an dem Ort, wo das sein soll, auch unser Zelt aufgebaut. Und das ist auch kein Problem. Denn kurzer Exkurs zum Zeltrecht in Grönland. Egal, mach wo du willst. Ende. Also natürlich nicht mitten in der Stadt. Man braucht schon eine Fläche, wo man das einigermaßen hinstellen kann, wo du niemanden im Vorgarten stehst. Dass wenn der aus deiner Tür rauskommt, über deine Zeltleine fliegt. Das ist dann ein bisschen zu dreist. Wahrscheinlich auch noch nicht mal offiziell verboten, aber wäre ein bisschen sehr, sehr dreist. Ich glaube, da macht man sich unbeliebt. Aber ansonsten gilt, in Grönland darfst du zelten, scheißegal. Gleiches gilt für, wo darf man denn in Grönland Feuer machen? Scheißegal. Das ist deswegen alles so völlig Wurst, weil sich die Inuit tatsächlich noch aus ihren früheren Zeiten, auch die heute in Grönland lebenden Inuit, haben sich immer noch dieses Verständnis, dass man von den anderen indianischen Völkern, die stammen ja letztendlich auch von den nordamerikanischen Indianern ab, die grönländischen Inuit, was man von denen kennt, auch aus dem Western oder sowas. Wenn sich zwei Leute darüber streiten, wem das Land gehört, auf dem sie sitzen, ist so sinnlos, wie wenn sich zwei Flöhe darüber streiten, wem der Hund gehört, auf dem sie sitzen. So ungefähr. Also das Prinzip, Land besitzen zu können, gibt es in Grönland so, nur sehr eingeschränkt. Ich will jetzt nicht sagen, das gibt es gar nicht, aber Beispiel, man kann keine Grundstücke kaufen. Das geht nicht. Man kann, wenn man irgendwo ein Gebäude errichten möchte, ein Wohnhaus oder sonst wie, dann muss man vorher grundsätzlich um Erlaubnis fragen und sagen, wo man denn gerne sein Wohnhaus oder sein Sommerhäuschen oder sein Wochenendhäuschen oder was auch immer errichten möchte oder ein öffentliches Klo auf dem Berg. Es gibt übrigens auf dem Berg ein Klo. Da steht nichts, auf dem Berg ist nichts, bis auf ein Klohäuschen. Das ist lustig. Wir sind gerade auf einen sehr hohen Berg gestiegen. Das Tolle ist, hier auf dem sehr hohen Berg, hier gibt es das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Da, 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 da. Das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Wir gucken es uns mal an. Also damit man mir auch glaubt, dass es sich um das abgelegenste Klohäuschen des Planeten handelt, hier die Aussicht. Nein, da ist nicht irgendwo noch eine Berggaststätte oder sonst was. Da hinten auch nicht. Da auch nicht. Und nein, da oben kommt auch nicht die Berggaststätte. Und hinter mir immer noch nichts. Ja? Also wirklich das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Definitiv eine Sehenswürdigkeit, die ich dokumentieren musste. Schauen wir mal rein. Ich weiß selber noch nicht, was uns erwartet. Die Spannung steigt. Die Treppe ist etwas schräg. Leider sind die Nägel rausgerissen, sodass man auf der Treppe nicht mehr so gut das Klohäuschen betreten kann. Wir sind gespannt. Leider gibt es kein Geruchs-YouTube. Noch rieche ich nichts. Und ta 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 ta! Mit Klobrille. In Holz. Sehr schön. Mhm. Sollen wir mal reingucken? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist wie üblich. Ein hängenden Plastikschüssel rein, machst ein Drittel voll und entsorg sie da hinten an der bereitgestellten Entsorgungsstelle. Ja, aber das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Ich bin begeistert. Egal. Jedenfalls, man fragt um Erlaubnis, ob man irgendwo ein Gebäude errichten darf und dann gehört einem der Grund, auf dem das Gebäude steht, weil der dann zum Gebäude gezählt wird. Du hast keinen Garten. Das Konzept eines Gartens gibt es nicht. Da wächst ja auch nichts. Ja, klar, man kann auch nicht wirklich was anpflanzen. Aber wo nicht direkt dein Gebäude draufsteht, das gehört dir schon nicht mehr. Ja?
Und du kannst kein Grundstück kaufen im Voraus, um irgendwann mal zu planen, da irgendwann vielleicht mal was hinzubauen. Das darfst du gar nicht. Land darf man nicht besitzen in Grönland, außer man hat jetzt wirklich, ist das Fundament deines eigenen Hauses. Fertig aus. Und damit kannst du theoretisch wirklich bei jemandem im Vorgarten zelten, weil der Vorgarten gehört dem ja gar nicht. macht man selbstverständlich nicht. Aber es ist überhaupt kein Thema, sobald du halbwegs aus dem Ort raus bist, aus Sisimiut, das ist die zweitgrößte Stadt Grönlands und damit schon eine Stadt, kann man schon so nennen, auch wenn sie eine ganz andere Stadt ist, als wir das von uns natürlich eben entsprechend kennen und hat wie viele Einwohner? 5000? Oder für ein Eichhörnchen? Siehst du es? Da hüpft es. Ja. Ja, irgendwie 5000 irgendwas war es, glaube ich. Hat sie sie mir. Tendenz eher wachsend. Es gibt auch in Grönland eine gewisse Verstädterung. Also die Leute, die in den ganz, 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 ganz winzigen Dörfern leben, die ziehen auch immer mehr, dann auch mal in etwas größere Städte. Sisimiut ist auch vor grönländischen Verhältnissen dahingehend eine Großstadt, dass man da alles kaufen kann. Sie haben mehrere Supermärkte und du kriegst da, theoretisch kannst du da auch einen Fernseher mal irgendwo kaufen. Das wird zum Beispiel, ja eben im Supermarkt. Das ist in den kleinen Dörfern gar nicht möglich. Da musst du dir einen Fernseher umständlich auch sonst wo importieren können. Es lohnt sich selbstverständlich nicht, wenn du 30 Einwohner hast, dass einer von denen Fernseher verkauft. Ha, Quatsch. Kannst maximal 30 Fernseher verkaufen und vielleicht noch einen Zweitfernseher jeweils für die Schlafzimmer und danach bist du arbeitslos. Ja, also was soll das? Und Sisimiut ist halt groß genug, dass es auch solche Leute geben kann und trotzdem lebt die Mehrheit der Einwohner vom Fischfang und wer nicht vom Fischfang lebt, lebt vom Tourismus und dann eine Minderheit lebt dann wirklich von so generellen Stadtinfrastrukturdingen wie macht Straßen sauber. Oder Kanalarbeiter. Oder der Typ, der die Kanalisation sauber macht. Einen haben sie bestimmt. Die paar Röhren darunter? Ja. Also sie haben nicht viel Kanalisation. Ein paar Röhren. Ja, sie haben ein paar Röhren, die mehr oder weniger auch gar nicht im Boden verlaufen. So viel Boden gibt es da gar nicht. Sondern Pipelines. Abwasserpipelines ins Meer. Klingt jetzt schlimm, ist aber gar nicht so furchtbar, weil Sisimiut so klein ist, dass das bisschen, was die an Fäkalien ins Meer spülen, das ernährt die Fische. Ja. Ja, es ist zwar eine Großstadt für grönländische Verhältnisse, aber verglichen mit einem Rio de Janeiro, was sein Abwasser ins Meer leitet, und einem Sisimiut, kann man bei Sisimiut wirklich sagen, das ist zu vernachlässigen, bei einem Rio de Janeiro nicht. Schnitt. Machen. Der erste öffentliche Mülleimer seit 160 Kilometern. Müll 1, Müll 2, er hat uns lang begleitet. Müll Nummer 3, auch der war lang dabei. Müll Nummer 4, nicht ganz so lang. Tschüss Müll! Jo, und damit haben wir alles entsorgt, was wir mitgebracht haben. Also bis auf das, was wir noch haben. Wir haben noch ein bisschen Essen übrig, das ist natürlich auch noch verpackt.
nochmal zu uns. Wir sind da also jetzt angekommen und wollten da auf diesem Zeltplatz, der nicht mehr existiert, eben entsprechend zelten. Gut, eine Fläche zum Zelt aufstellen haben wir gefunden, haben wir auch gemacht, hat auch funktioniert, war auch kein Problem, ist auch keiner gekommen und hat gemeckert. Die würden im Traum nicht daran, bei sowas zu meckern. Der Grönländer ist sehr zurückhaltend im Regelfall. Also ich habe die als höchst zurückhaltend erlebt. Freundlich, irgendwie auch zurückhaltend herzlich, könnte man es irgendwie nennen. Sie gucken dich freundlich an, sie lächeln dich freundlich an, sie haben aber oft kein großes Interesse daran, zumindest hatte ich den Eindruck, ich bin ja selber niemand, der unbedingt jetzt mit jedem, der ihm über den Weg läuft, tiefschürfende Kommunikation betreiben muss. Deswegen kam mir das sehr entgegen und ich glaube, der durchschnittliche Grönländer ist so ein bisschen so ähnlich drauf. Dass man einfach freundlich zu deinen Mitmenschen ist, zu den Mitmenschen ist, aber auch nicht mit jedem jetzt ein großes Schwätzle führen muss. Also so eine gewisse freundliche Zurückhaltung, Unaufdringlichkeit, das ist es, glaube ich. Wenn sie dann doch mal was zu sagen haben, dann sagen sie auch was, aber andererseits, die Menschen im Supermarkt zum Beispiel, die an der Kasse gewesen sind, die waren höchst ungesprächig. Ja? Die haben dir bestenfalls noch irgendwie gemurmelt, was du gerade bezahlen sollst. Oft haben sie auch gar nichts gesagt, die waren nicht unfreundlich, die sagen einfach nicht viel. Jetzt sind wir beides nicht unbedingt der englischen Sprache so unendlich mächtig, dass wir da drin gigantische Konversationen führen wollen über Gott und die Welt und Trump, der Grönland kaufen möchte und so. Aber sie haben auch nicht groß auf Englisch zurückgekommen. Ja, sie haben aber einfach auch nicht, die haben auch nicht großartig reagiert. Also vielleicht sind sie auch einfach sehr gut darin zu erkennen, ob das Gegenüber jetzt ein tiefgreifendes Gespräch führen möchte oder nicht. Was ja bei meinem Fall meistens nicht so unbedingt der Fall gewesen ist. Aber sie sind einfach nicht aufdringlich. Es ist einfach ein sehr unaufdringliches Volk. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und deswegen werden die den Teufel tun, dich anzuquatschen, ob du jetzt hier zelten darfst oder nicht. Da ist ja genug Platz für alle. Das ist es ja auch nochmal. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Grönland hat eine Sache, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, nur die überhaupt nicht. Platzmangel. Ja? Platz ist so viel vorhanden, dass man darüber überhaupt nicht nachdenkt, dass es irgendwie wichtig wäre, dass jeder nur so und so viel Platz zur Verfügung gestellt bekommt. Es ist scheißegal, ob du mit dem Zelt irgendwo in der Landschaft stehst, es ist ja genug Landschaft da. Auch das Thema Umweltschutz und Müll wegwerfen und so. Also sie haben inzwischen nicht mehr Müll in großen Mengen überall rumliegen. Das war wohl vor ein paar Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren sogar, je nach Region, noch so, dass es überhaupt kein Verständnis dafür gab, Müll zusammenzusammeln. Der liegt da jetzt halt, naja, ist ja egal, da liegt er jetzt halt. Da gab es einfach diese Mentalität, das muss man jetzt aufräumen, gab es da einfach nicht. Inzwischen sind sie größtenteils europäisiert worden. Übrigens wichtig, die sind zwar nah an Amerika, also an Nordamerika, dem Kontinent, nicht unbedingt so nah an den Jahrhunderten, an den USA sind sie auch nicht weit weg, aber sie sind aber von der Mentalität her absolut europäisch. Und wir hatten auch erlebt, dass sich jemand beschwert hat, nachdem wir gemeint hatten, das ging um die Zeit, oder? Der Mensch im Flughafen mit dem 10 AM. Weißt du das noch? Der Mensch da von den... Ja, irgendwie haben gesagt, sie sagen den 10 o'clock und nicht AM, PM. Aber ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Ja, egal. Da ging es meines Wissens, soweit ich mich erinnern kann, ging es da irgendwie darum, das Problem, dass sie halt eben nicht die amerikanische Zeiteinteilung mit AM und PM, also 10 PM oder 10 AM verwenden, sondern es ist 10 in the morning. Ne? Also die europäische. Das System aus Dänemark. Und in Dänemark sagt man ja auch, die arbeiten eher mit dem 24-Stunden-System. Dann ist halt 23 Uhr, wenn 11 abends ist oder irgendwie sowas. Jedenfalls war dem wichtig, das hat er irgendwie noch angemerkt, darauf will ich hinaus, dass sie hier zu Europa gehören. Und das hört man häufiger, auch wenn man sich mit dem Thema recherchetechnisch ein bisschen auseinandersetzt. Dem Grönländer ist das wichtig, dass er quasi zu Europa gehört. Von Selbstverständnis her, vom kulturellen Verständnis her auch. Der Grönländer ist kein Amerikaner. Das ist denen, glaube ich, echt wichtig. Auch wenn man es in der Speisekarte nicht immer so ganz merkt. Dadurch, dass die Amis doch relativ lange auf Grönland waren und auch heute natürlich noch da hocken. Teilweise in irgendwelchen Militärbasen, die es noch gibt.
haben sie die Speisenkarten der entsprechenden grönländischen Restaurants, die einfachen, die Cafés, die Cafeterias, die Schnellrestaurants und sowas, schon ein wenig geprägt durch Burger, schlicht und ergreifend, und Pommes und so ein Zeug. Die Dänen haben auch ihren Fußabdruck hinterlassen, insbesondere durch Pölser, also Würstchen, heiße Würstchen im Brotmantel, im Hotdog oder sonst wie, aber verschiedene Varianten von heißen Würstchen. Also man kriegt ja ein komplettes Skandinavien, 17.000 verschiedene Varianten heißer Würstchen, in verschiedenen Broten, mit verschiedenen Sößlein dazu, teilweise mit Gurkenscheiben, mal ohne und so weiter. Man kennt ja den berühmten Ikea-Hotdog. Wer schon mal bei Ikea war, wird am Ausgang zumindest mitbekommen haben, dass es die Option gibt, dafür einen Euro kleine Würstchen im Brötchen mit diversem Zeug, was man sich dann draufkippen kann, zu verzehren. Ja? Und das ist einfach typische skandinavische Lebensart, dass diese Würstchen, das ist wirklich so, nicht nur bei Ikea, sondern auch in der Realität, dass diese Würstchen überall omnipräsent sind. Und die gibt es auch in Grönland, nahezu überall, also auch in Kangerlussuaq gibt es eine Würstchenbude, wo du dann halt diese Dinger dann kriegen kannst. Und Kangerlussuaq ist ja schon ein deutlich kleineres Dorf als Sisimiut. Und in Sisimiut ja sowieso. So. Evelyn hat wieder mitgenommen, was ging, und erzählt uns jetzt mal, was sie sich da besorgt hat. Also das kostet nichts, das sind Versucherle vom Hotel Sisimiut. Da sitzen wir ja auch drin. Das war bestimmt nicht für uns gedacht, aber sie hat sich einfach mal angestellt und das mitgenommen. Hier ist auch noch gerade so ein Schiff mit tausenden Milliarden von Touristen. In roten Jacken. In roten Jacken. So, und was haben wir jetzt hier, Schatz? Also wir haben hier vom Pottwal getrocknetes Fleisch. Von der Robbe einerseits Haut und dann der berühmte Robbenblubber. Beides frisch. Beides frisch, also roh, frisch aus der Robbe rausgeschnitten. Dann getrockneter Fisch, das hat Ben, glaube ich, schon mal degustiert, probiert und dokumentiert. Ein Shrimp. Und hier haben wir noch ein feines Süppchen mit Kartoffel und Rentierfleisch. Ja, das probieren wir jetzt mal fröhlich durch. Jo. Wir beginnen beim Pottwal. Hui. Ziemlich intensiv. Mhm. Recht salzig. Sehr hart von der Konsistenz her. Ja. Kann man essen? Also nie, aber nicht lecker. Ich kann es noch nicht sagen. Okay. Sehr speziell, nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Ja. Schmeckt also nicht nach Hühnchen. Schmeckt nicht nach Hühnchen, schmeckt nicht nach Wild, schmeckt nicht nach... Schmeckt ein bisschen nach salzigen, aber fischigen Salzstangen. Oh. Okay. Ja. Dann die Robbenhaut. Robbenhaut. Von was sieht man so, es hat so zwei Schichten. Einmal ja. Ich zoome nochmal ran. Hellere. Ups. Ja, auf dem Teller liegen lassen. Einmal hier die hellere Schicht und dann kommt da was Festeres. Klappt nicht. So sieht man es auch gut. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Oh, wie Kaugummi. Ja, das war zu erwarten. Ja, man hat das Gefühl, man kaut auf einem Stück fettigem Knorpel rum. Aber das, also kurzer... Ja, Moment. Kurzer Hinweis meiner selbst, das ist aber das Zeug, was die krassen Vitamine enthält. Also mal abgesehen eben von den Lebern der jeweiligen Tiere, die du Inuit gefangen haben, ist die Haut und der Blubber, den Blubber probiert sie gleich, ist genau das, was die quasi am Leben gehalten hat. Ohne Haut und Blubber wäre eine Zivilisation hier in diesen Breiten auf Grönland quasi nicht vorstellbar gewesen, weil es wächst ja nichts und man muss sich, also die traditionelle grönländische Kultur der Thule-Eskimos bzw. Thule-Inuit, je nachdem wie man sie dann nennen möchte, die wissen selber nicht, wie sie genannt werden wollen, deshalb ist das schwierig, hat deswegen überlebt. Ja, also das ist eine rein karnivore Kultur hier gewesen. Das muss so sein. Das geht einfach nicht, weil das Land gibt sonst nichts her, außer ein paar Beeren im Sommer und die würden natürlich niemals über das ganze Jahr reichen. Also das heißt, diese Haut ist schon elementar wichtig, aber wohl wirklich nicht. Wirklich nicht. Also auf dem vorderen Teil kann man, auf dem weichen kann man wenigstens noch rumkauen. Aha. Das da hinten ist einfach nur hart und. Man sieht es auch, wenn ich da drauf drücke, es ist einfach noch fest. Aha. So.
Der berühmte Blubber. Der berühmte Blubber, mutige Vor. Ja, Moment, ich kommentiere das noch schnell. Blubber ist das Unterhautfett von Seesäugetieren. Jedes Seesäugetier hat so eine Art Blubber. Das ist so eine ganz spezielle Fettschicht, die eben der Isolation dient, weil die meisten Seesäuger, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel der Seeotter, der hat einfach ein unglaublich dichtes Fell und wird deswegen gar nicht erst nass. Die meisten haben aber eben dieses Unterhautfett als Isolationsschicht. Das funktioniert mit unserem normalen Landsäugerfett, also das, was wir so alles mit uns rumschleppen, wir Menschen zum Beispiel, funktioniert das nicht so intensiv. Der Blubber ist schon eine ganz besondere Fettschicht. Sehr, 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 sehr fetthaltig. Man kann da richtig das Öl rausschlagen, indem man den auf irgendwelche Steine klopft und ähnliches. Dann läuft da richtig der Saft raus. Komplett reines Fett, reines tierisches Öl. Ja, man sieht es auch hier. Man sieht es auch, wenn ich hier zwei, dreimal hochnehme und wieder irgendwo hinlege. Moment, ist noch nicht. Ups. Kamera auf Schwierigkeiten. Jetzt. Ja. Gibt es also schöne Fettabdrücke, also auf dem Fettabdrücke Teller. Fettabdrücke auf dem Teller. Ja. Düt. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Also Fettstempelung. Das gilt, das ist quasi eine Delikatesse. Also das essen sie besonders gerne. Das ist das, was man den Kindern gibt, wenn man ihnen Leckereien geben möchte. Das ist so neben vergorenem Fleisch, sie vergären auch Fleisch oder halt sowas wie dieser Trockenfisch, der ist natürlich auch fermentiert. Der ist jetzt nicht einfach nur trockener Fisch, sondern auch vergoren in irgendeiner Form. Das gibt es noch krasser, dass das noch krasser vergärt. Soll dann so ein bisschen wie Camembert schmecken. Und abgesehen von diesem vergorenen Zeug ist Blubber wohl die Delikatesse, die es hier so gibt. Das macht es nicht besser zum Degustieren? Nein. Man beißt dreimal drauf rum und hat einfach nur Fett im Mund. Aber sehr mutig, vielen Dank. Bitte gerne. Also man sieht auch, das erste, was rauskommt, ist einfach nur eine Fettschicht. Einfach nur Fett. Boah, ich habe dreimal drauf rumgebissen. Krass, okay. Trockenfisch. Trockenfisch. Das mag ich. Ja, Trockenfisch. Trockenfisch habe ich ja auch schon probiert, das kann man essen. Schmeckt gut? Ja. Gewöhnungsbedürftig, finde ich vom Geschmack her. Aber wenn man da mal ein paar Stücke von gegessen hat, ist der eigentlich ganz gut. Mhm. Also das geht mir auch so. Ich will die nicht wegessen. Hau rein. Willst du ein Stückle? Nein, nein, danke. Du brauchst jetzt zwischendurch auch noch was Gutes. Also Blubber war bis jetzt das Schlimmste. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Weil auf der Haut schaut man einfach drauf rum, aber es kommt ja nichts raus. Ich hätte gedacht, die Haut ist schlimmer. Nee, da kommt ja nichts. Bei Blubber hat man sofort den ganzen Mund voll Fett. Aha. Ja, und dann der Schwimp. Der Schwimp. Der Schwimp. Sie fragen auch ganz höflich, ob man wisse, wie man einen Schwimp auseinander nimmt. Ja. Ich habe mal ja gesagt, aber irgendwie den Darm haben sie nicht rausgezogen. Aha. Das macht mich jetzt gar nicht so an. Dann polen wir mal von unten die Beinchen auf. Ich weiß nicht, was du da im Kopf machst. Ja, ich habe keine Ahnung von den Viechern. Ich bin ja ich kann so dieses ganze Meeresachen, das ist mir alles suspekt. Da kann ich. Ja, aber da kann ich echt nicht geputzt. Nicht viel mit anfangen. Fang frisch. Der Schwimmst mir immer schön. Der Schwimm. Ich kann nicht mehr reden. Zu viel Blubber. Aha. Der Schwimm. Jetzt wissen wir auch, warum Blubber Blubber heißt. Schmeckt nach Shrimp. Kannst du mir vielleicht hier mal das Feuchttüchlein aufmachen, Schatz? Ja, ich mach dir das Feuchttüchlein auf. Bevor ich da auf mit meinen Zauberfinger weitermache. Ja, dann machen wir kurz einen Schritt. So. So, weiter geht's. So viel zum Fisch. So viel zum Fisch. Jetzt kommt das Fleisch. Ja, Moment. Robbe und Blubber sind streng genommen kein Fisch. So viel zu den Dingen aus dem Meer. Danke. Bitte. So. Herr Wissenschaftler. Ja. Jetzt das Rentier. Das Rentier. Aber da lasse ich dir auch ein Stückle. Lass mal. Doch, das schmeckt dir lecker. Ich bin heute echt nicht. Ich hatte einen Beutel Süßigkeiten in der Tasche. Ich bin nicht experimentierfreudig. Das ist lecker. Das schmeckt wie Reh. Ja. Das ist alles andere hätte mich auch. Rentier habe ich auch schon gegessen. Es gibt auch eine große Kartoffel dazu und anderes Zeug in der Suppe. Ja, lass dir schmecken. Du hast den Blubber probiert. Ich will dir nichts wegessen. Ja, also Rentier ist echt total vergleichbar mit Wild. Wie findest du diese Suppe sonst so geschmacklich?
Ja, schmeckt so ein bisschen wie Brühe. Mit, ja, keine Ahnung, was das für Zeug ist. Getreideflocken. Die ist recht geschmacksneutral. Okay. Und noch Kartoffel. Kartoffel. Nee. Nee. Mehr Kartoffel. Noch mehr Kartoffel. Yay. Ich glaube, ich habe mir mitunter das Beste zum Schluss aufgehoben. Ja, gut, alles klar. So viel von mir. Danke. Ja, das war die Verköstigung grönländischer Spezialitäten. Wenn das so ist, wie sich das jetzt gerade darstellt, bin ich heilfroh, dass wir nicht ein Schweinegeld für das traditionell grönländische Buffet mit grönländischen Spezialitäten ausgegeben haben. Da kriegt man nämlich jede Menge von dem Zeug. Und isst du den Pottwal noch auf? Ich knabber noch ein bisschen Walfalsstangen. Okay, sie knabbert noch ein bisschen am Pottwal. Und ja, aber bitte wirklich, das soll in keinster Weise als Kritik gedacht sein. Die Kultur hier hat das einfach gebraucht. Das war einfach absolut, das wäre auch heute noch absolut überlebensnotwendig, wenn die Zivilisation nicht auch hier eben entsprechend Einzug gehalten hätte. Die sogenannte Zivilisation, muss man fast sagen. Und ansonsten würde man heute hier noch sowas nur und ausschließlich essen. Was übrigens ganz interessant ist, durch die Ernährungsart und Weise der Inuit, so ein kleiner Funfact am Rande, gab es hier oben, bis wir gekommen sind, kein Karies. Gab's nicht. Ist nicht vorgekommen. Die haben alle schiefe und krumme, aber bis ins hohe Alter perfekte Zähne. Nur so als kleine Randinformation. So, und dann gucken wir uns mal gemütlich hier nochmal im historischen Teil von Sisimiut, dem alten Kolonialteil, weiter um. Der Supermarkt hat die auch. Ist eine der günstigsten Sachen, die man so essen kann. Insbesondere wenn man noch was dazu was trinken will, kriegt man da eigentlich ganz gute Deals. Würstchen mit Getränk für 30 Kronen, 25 Kronen? Ja, schon 30. 30 Kronen, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Das sind dann 4 Euro. 4,50, irgendwie sowas. Ja, aber für ein Essen und was zu trinken. Das Preisniveau zum Lebensmitteleinkaufen ist extrem hoch. Lebensmittel sind richtig, richtig teuer in Grönland. Da ist die Schweiz ja noch günstig im Vergleich zu. Also ganz ehrlich, boah, das tut weh. Also da kaufst du gefühlt 3-4 Sachen und gehst mit 30 Euro aus dem Supermarkt raus. Also ohne 30 Euro, so rum. Also das ist, aua, das tut wirklich, wirklich weh. Insbesondere zum Beispiel Chips. Chips sind arschteuer. Also so richtig. Also ich mag ja super gerne Chips. Und insbesondere auf Touren, wenn ich irgendwo zwischendurch eine Möglichkeit habe, an Chips ranzukommen, kaufe ich mir die immer. In Grönland ist es das erste Mal, dass ich wirklich sage, meine Fresse, ist das teuer. Nee, das nehme ich jetzt nicht. Also die haben nur große Tüten eigentlich. Da ist dann wirklich viel drin auch. Aber die kosten um die namhaften Hersteller, die großen Chipshersteller, auch die dänischen Sorten, die ich eigentlich sehr gerne mag, einfach weil sie mal was anderes sind, weil es in Deutschland nicht gibt und die du hier nicht essen kannst, die kosten sowas um die 6 Euro die Tüte. Aber aua, so richtig aua, ne? Ich meine, was kostet das bei uns? 1,50? Gut, die sind dann meistens nicht so eine große Tüte, aber aua, 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 aua. Also nur mal als Beispiel Chips. Jo, wir waren also jetzt draußen auf diesem offiziellen Campingplatz, in Anführungszeichen. Die sanitären Anlagen gibt es einfach nicht mehr. Da hatte man offensichtlich keinen Bock mehr, die weiter zu betreiben. Vielleicht hat man auch aus ökonomischen Gründen festgestellt, Leute, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir vor unser Dorf kostenlose sanitäre Anlagen und einen kostenlosen Zeltplatz betreiben. Dann verdienen wir ja nichts bei. Lass die Leute mal lieber ins Dorf kommen und in irgendeinem Hostel, Hotel oder sonst wie übernachten. Dann verdienen wir auch ordentlich was. Dann gehen sie auch eher bei uns essen, dann verdienen wir noch mehr. Und der Faktor, dass die Grönländer vom Tourismus leben müssen, das ist ja gut so, verflucht nochmal. Was sollen sie denn sonst machen? Und das gönne ich ihnen auch absolut, dass sie vom Tourismus leben und ich zahle ihnen dann auch gerne ein bisschen was. Und tatsächlich hatten wir, also zumindest ich, wir hatten irgendwie fast schon ein schlechtes Gewissen, dass wir hier wie die Wildnispenner draußen vor der Stadt hocken und da ums Verrecken nicht reingehen, um noch irgendwie 3,50 Euro zu sparen oder sowas. Das war dann schon ein bisschen mehr als 3,50 Euro. Und das Problem ist, ich bin am gleichen Tag, als wir angekommen sind, wollte ich noch unbedingt in die Stadt rein, um mir die mal anzugucken. Evelyn ist dann gleich im Zelt geblieben. Von der Stadt selber hat man ja nichts gesehen da draußen. Und bin ich rein und am Hotel vorbei und das sah sehr einladend aus. In den Supermarkt
und habe eine Dose Fleisch gekauft und ein paar Cracker dazu und wieder zurück und wieder am Hotel vorbei. Und es sah sehr einladend aus. Und wir haben uns gar nicht wohl gefühlt da draußen, wie die Penner vor der Stadt. Ich meine, ja klar, wir haben die ganze Zeit gezeltet und irgendwie zelten wir ja auch gerne. Aber da kam man sich dann wirklich so wie Tourist zweiter Klasse vor, dass man ums Verrecken vermeiden möchte, die grönländische Wirtschaft mit Geld zu unterstützen. So irgendwie. Das war jedenfalls ein ganz seltsames Gefühl da draußen und wir haben das irgendwie beide nicht so toll gefunden. Und deswegen haben wir dann beschlossen, ach nee, lass lieber ins Hotel gehen. Beziehungsweise lass mal gucken, was Hotel kostet. Und dann war Hotel, was haben wir denn da pro Nacht und Nase gezahlt, ungefähr umgerechnet? So 70? Nee, 60? Ich glaube, im Total waren es 3.000. Ja, stimmt, im Total waren es 3.000, nee, 2.8. 2,7. 2,7, stimmt. 2,7. Drei Nächte, sprich 900 die Nacht, sprich 450 pro Nase. Pro Person und Nacht. Das sind dann 60 Euro, so grob. Nicht ganz 60 Euro. 20. Ja, doch, ziemlich knapp 60. Doch 60, ja. Ja, also 60 Euro pro Nase und Nacht. Wir sind dem Beispiel der Inuit gefolgt und haben uns eine Tranöllampe eben entsprechend gebaut. Wobei Tran eigentlich das falsche Wort ist. Genau genommen müsste man eigentlich eher Fischöl sagen oder sowas in der Richtung. Weil die klassischen traditionellen Inuit-Lampen basieren auf dem gleichen Prinzip tierisches Öl. Rein das Fett, das einfach im Tier selber drin ist. Und da hält man irgendeinen Docht rein und dann zündet man das Ganze an. Also damit haben die quasi mit einer solchen Lampe, die so ähnlich funktioniert wie das Ding, was wir jetzt gerade hier sehen. Also was heißt so ähnlich? Genau das gleiche Prinzip, nur dass der Docht halt eben aus Moos gewesen ist, zusammengezwirbelten Moos. Ansonsten wirklich genau das gleiche Prinzip. Und statt Fischöl, in den meisten Fällen, Fischöl haben sie auch genommen, ist nicht so, dass das gar nicht gegeben hat, aber in den meisten Fällen hat man einfach das Öl aus dem Blubber von den ganzen Viechern eben entsprechend genommen, von Wal, von Robbe und so weiter. Stinkt übrigens relativ erbärmlich. Man kennt das Prinzip auch aus der Thunfischdose. Also wer sich da mit den Outdoor-Skills ein bisschen weiter beschäftigt hat, der weiß auch, dass man sich einen Thunfischdosenkocher, also das Zeug in Öl, bauen kann, indem man dann einfach sein Taschentuch oben auf den Thunfisch legt und dann kann man das Taschentuch anzünden, dann wird der Thunfisch unten heiß und man hat am Ende eine heiße Dose Thunfisch. Ne? Also theoretisch geht das dann natürlich genauso. Das hier ist, glaube ich, irgendwie, was ist das, Schatz, gewesen? Sowas wie Schellfischleber. Sowas wie Schellfischleber. Okay, naja, jedenfalls das Prinzip, diese Ölkerze im Grunde. Ne? Im Grunde eine stark brennende Kerze. Das hat die komplette Inuit-Kultur durch den Winter gebracht. Seit für Jahrhunderte, für Jahrtausende. Alle Inuit-Kulturen hatten in irgendeiner Form so eine Wärmequelle, um eben durch den Winter zu kommen. Und wirklich auch nur eine pro Hütte, da hat man jetzt nicht fünf von aufgestellt, sondern das hat denen tatsächlich mit dieser einen Sache da gereicht. Damit konnte man gefrorene Dinge zumindest so sehr schmelzen, so sehr erwärmen, dass sie wieder aufgetaut sind, dann waren sie essbar. Damit konnte man Schnee schmelzen vor allen Dingen, das war ja natürlich auch ein Thema, wie man irgendwie an Trinkwasser angekommen ist, sehr langsam, aber geht. Und ja, und das war es im Wesentlichen auch. Zum Kochen hat das nicht gereicht. Zum Kochen bringen konntest du mit dem Ding nichts. Kannst froh sein, wenn der Schnee überhaupt schmilzt. Und dementsprechend haben sie auch so viel rohes Material dann eben entsprechend zu sich genommen und konsumiert. Aber ich erzähle das Gleiche auch nochmal an einer anderen Stelle wahrscheinlich, wo wir nicht hier unser eigenes Exemplar aufgestellt haben. Natürlich komplett mit Bettwäsche, mit Dusche. Mit Dusche. Oh, Dusche. Mit WLAN. Und das ist wichtig, weil WLAN ist in Kangalus Quatsch. In komplett Grönland eigentlich Free Wi-Fi gibt es da nicht. Wie in Deutschland. gut, hier gibt es das ganz selten, aber in Grönland gar nicht. Kriegst du nirgends. Musst du entweder wirklich für blechen, pro Stunde so und so viel. In Kangalus Wack. Ja, haben wir da in Kangalus Wack mal ein bisschen gemacht für den kleinen Gruß, den ich da hochgeladen hatte. Mit dem Restaurant am Ende vom Universum. Das war über Bezahl-WLAN in Kangalus Wack. Und im Hotel hast du dann halt als Gast
vernünftiges und vor allen Dingen auch schnelles Internet. Und das ist sicherlich, je nachdem, was man halt für ein Mensch ist, für mich war es zum Beispiel sehr hilfreich, um dann ein paar Mails zu beantworten, um festzustellen, was in meiner Abwesenheit, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und zum Internet, das ja doch nicht ganz unwichtig für mich ist, natürlich, logischerweise, war das schon gut. Das war schon echt gut. Und sonst in den anderen Übernachtungsetablissements hast du entweder nur Bezahl-WLAN, das dann ziemlich teuer ist für kurze Zeit, oder gar keins. Ja? Also das Hotel ist die einzige Möglichkeit, wo man die komplette Zeit seines Aufenthalts gut funktioniert. Es hat einmal zwischendrin mal einen kleinen Aussetzer gehabt, aber meine Güte, das habe ich daheim auch mit der Telekom. Also von daher kann man sich da echt nicht beschweren. Also das ist sicherlich nochmal ein Preisfaktor, der auch eine gewisse Rolle spielt. Weil wenn du viel Internet nutzen möchtest und das jedes Mal bezahlen musst, kommst du da bestimmt auf 10, 15 Euro den Tag, die du im Hotel halt eben nicht zahlst. Kann man drüber nachdenken. Außerdem ist das Frühstück inklusive. Das Frühstück war ausgezeichnet, also wirklich ausgezeichnet. Frühstücksbuffet mit, die Auswahl war nicht so gigantisch, aber dafür alles qualitativ sehr, sehr, sehr gut. Getränkeauswahl hätte ein bisschen besser sein können, aber ja gut, meine Fresse. Irgendwas ist ja immer. Aber es gab zum Beispiel Speck, es gab Rührei, es gab gekochte Eier, verschiedene Sorten, richtig gutes Brot. Überrascht mich. Ich habe selten im Ausland gutes Brot gefunden für den deutschen Gaumen. Grönland hat das. Dazu noch so lustige Brötchen, sowas ähnliches wie Croissants, also auch ein Blätterteiggebäck, das im Prinzip ähnlich wie ein Croissant schmeckt, aber anders aussieht und ziemlich schwierig in der Handhabung ist. Also das heißt, wenn du die aufschneidest, dann bröseln die in alle Richtungen. Aber schmecken gut. Und nee, aber wirklich lecker. Auch von der die Fleisch- und Wursttheke zum Frühstück hatte auch oft, eigentlich fast immer, war kaum Schwein oder Pute oder irgendwas, was man kennt dabei, sondern es war fast immer Rentier, Moschusochse und wirklich so exotische Dinge, die du bei uns, wo du wirklich normalerweise, musst du importieren und dann kostet Schweine Geld. Und das gab es da einfach so beim Frühstücksbuffet. Also wirklich, 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 doch, da kann man sich nicht beklagen. Also das Frühstücksbuffet hat mir sehr, sehr gut gefallen und man konnte sich natürlich vollstopfen bis zum geht nicht mehr, haben wir auch getan. und das alles eben beim Preis des Hotels mit einbegriffen. Hotel kann man definitiv empfehlen. In der Lobby gibt es auch gratis Kaffee, gratis Tee und gratis Obst. Eine Obststale, die immer wieder aufgefüllt wird. Lobby ist auch gemütlich zum Sitzen und so. Hallo und herzlich willkommen. Nein, doch! Nicht. Ja, wieso? Jetzt! Man sieht dich doch kaum. Du bist da nur kurz vorbeigelaufen. Schnitt und nochmal. Nee, kein Schnitt und nochmal. hallo und herzlich willkommen in Grönland. Heute ist kalt, wie man sehen kann. Hut nass, deswegen Hut heute frei schwebend. ich habe ja was auf dem Kopf, darum geht es ja im Wesentlichen. ist tatsächlich kalt. Ich habe leider nur einen Handschuh, der andere ist nämlich auch nass, weil ich mal wieder schön Unordnung gehalten habe. War der eine Handschuh im Deckelfach, das ist ein bisschen feucht geworden, das wird es häufiger, ich habe es schon wieder vergessen. Wenn man da dran denkt, dass das Deckelfach nicht wasserfest ist, dann weiß man auch, dass man da nichts reintut, was nicht wasserfest ist. Aber leider nicht dran gedacht. Ein bisschen was ist ein bisschen feucht, so vieles. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja den Grönlandwind auf unserer Seite, der, wenn er jetzt endlich mal auffrischen würde, weil heute Nacht war komplett windstill, weshalb auch unser Zelt eine Tropfsteinhöhle geworden ist. Ja, und es war kalt. Das heißt, die Luft nimmt nicht viel Wasser auf. Das bedeutet, sie schlägt relativ schnell als Nebel quasi ab. Und das heißt, man hat dann wirklich rucki-zucki durch die Atemfeuchtigkeit im Zelt eine Tropfsteinhöhle. Das kann man, egal was für ein Zelt, wenn kein Wind geht, hast du immer Kondenswasser. Und wenn es dazu dann halt eben noch saukalt ist, dann sind die Bedingungen wirklich kacke zum Zelten eigentlich. Und man muss dann halt nehmen, was man kriegt. Das heißt, unsere Schlafsäcke sind dann natürlich dadurch, dass man hin und wieder dann doch mal ein kleines bisschen die Innenzeltwand touchiert und die Innenzeltwand auch schon nass gewesen ist. Gar nicht, weil sie mit der Außenzeltwand in Berührung gekommen ist, sondern einfach wegen dem Kondenswasser wirklich überall sind unsere Schlafsäcke auch ein bisschen feucht geworden. Ein bisschen feucht, ja, nichts Dramatisches, die trocknen gerade. Ja, und weil heute so ein schöner Morgen ist und wir viel Zeit brauchen, um unser Zeug zu trocknen und beziehungsweise die uns nehmen, haben wir beschlossen, wir können ja Deluxe-Frühstück machen. So, und deswegen hocke ich hier
und möchte gerade Deluxe-Frühstück zubereiten. Da war Evelyn der Meinung, dass ihr das unbedingt mit ansehen müsst, weil es ist ja Deluxe-Frühstück. Wo ist es denn? Hier, das Special Outdoor-Rührei. Yeah! 5 Eier in einer kleinen Tüte. Leider ist es von der Menge her nicht so viel, wie man aus 5 realen Eiern rauskriegen würde, aber es entspricht so von den Inhaltsstoffen her ca. 5 Eiern. Ne? So, das hier, Volleipulver, Menge 60 Gramm, wie gesagt, getrocknetes Vollei aus Bodenhaltung, leider nur Bodenhaltung, gibt's, ich habe noch keins gefunden bisher. Inzwischen haben sie es, glaube ich, auch da. Okay. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das auch mal im Bio kriegen. Das wäre es mir schon wert. Jedenfalls, bla bla bla. Ein Ei entspricht 12 Gramm Pulver und 36 Gramm Wasser. So, da das jetzt hier also logischerweise 12 Gramm, ne, 60 durch 12 sind 5, das kann sogar ich. Und das heißt, wir haben 5 Eier, a 36 Wasser. Also haben wir 180 Wasser reicht. Genau. Und das bedeutet, wir können jetzt hier unser Eipulver, wozu packe ich eigentlich mein Taschenmesser jedes Mal wieder weg, wenn wir es benutzt haben, in 180 Milliliter Wasser einrühren. Und dafür müssen wir die Kamera mal nach unten schwenken, dann sehen wir im Bildrand einen Topf. Ja, tiefer geht nicht, da ist das Dingens. Ich kann noch ein bisschen rüber schwenken. Ach so, das kannst du ja. Das Dingens. Und jetzt machen wir unser Eipulver mal auf. Und wie haben wir das denn letztes Mal gemacht? Wir haben es in schon warmes Wasser eingerührt, nein, oder? Nein, ich habe es schön vorgebröselt. Ach stimmt, du hast es schön vorgebröselt. Also ist es einfach so ein pappiger Klumpen. Dann habe ich das schön schon ein bisschen vorgebröselt und Ben hat es dann eingerührt. Mit unserer super Schwingbesengabel. Gibt es die noch? Wahrscheinlich im Deckelfach von meinem Rucksack, wenn es nicht hier irgendwo ist. Ist zu weit weg, keine Chance. Dann nehmen wir einen Löffel. Wir nehmen einen Löffel. Oh, 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 so große Klumpen. Also, das Geheimnis für gelungenes Outdoor-Rührei, das ist nämlich super einfach, dass das nicht funktioniert, ist, zunächst mal braucht man das richtige Werkzeug. Also im Idealfall hat man tatsächlich sowas wie einen Schneebesen, das ist aber nicht so entscheidend. Eine Gabel tut's auch, ist aber auch nicht so entscheidend, weil man kann, wie man hier hoffentlich sehen kann, die Klumpen auch an der Topfwand zerdrücken, dann wird da auch ein feines Material draus. Wenn du die andere Topfwand hier nimmst, dann sieht man es auch. Oh, aber dann sehe ich es ja nicht mehr. Macht ja nichts. Ach so. Und in kaltem Wasser löst sich das eher schlecht, aber wenn es dann wärmer wird, dann sieht die Sache besser aus. Das ist wie heute. Wenn es heute wärmer wird, dann sieht auch unsere Situation besser aus. Wir sind so auch so ein bisschen am Limit dessen, was wir noch anziehen können, also an trockenen Sachen. Ich habe noch ganz gut Glück gehabt. Eigentlich ist im Wesentlichen meine komplette Klamottengarnitur trocken geblieben. Fast bis auf eben ein paar Socken und einen Handschuh. Und ja, bei Evelyn. Die hat ein bisschen mehr durchgeschwitzt gestern. Genau, auch noch. Genau. Das mit dem Schwitzen ist natürlich auch nochmal so ein Faktor. Weil es ging endlos einfach hoch und ich konnte nicht mehr und habe dann ein bisschen mehr geschwitzt, als nötig gewesen wäre. Aber eine trockene Garnitur hattest du ja auch noch. Ja, mir ist warm. Deswegen habe ich beim Packen erzählt, dass man am Rande angemerkt, dass man ja wirklich immer gucken sollte, dass man schon 3 Garnituren Basisklamotten dabei haben soll, weil es könnte halt sein, dass einem beide nass werden. So, und wenn du jetzt nur 2 hast, dann bist du in der ungemütlichen Situation, jetzt ums Zelt rennen zu dürfen beispielsweise, um halt eine Garnitur Klamotten wieder trocken zu kriegen. Und das macht keine Freude, das ist nicht lustig. Und ja, deswegen bin ich doch der Meinung, eine dritte Garnitur Klamotten, also bei aller Gewichtssparerei gehört einfach eine dritte Garnitur Klamotten dazu. Eine dritte Garnitur meint natürlich nicht noch eine dritte Regenjacke und eine dritte Wärmejacke. Also das Blaue, was ich hier anhabe, das ist die Wärmejacke.
aber zumindest mal noch einen Notfallpulli, den ich zum Beispiel gerade anhabe, für Tage, an denen es wirklich kälter wird, als man es gerne hat. Oder wenn man halt eben schon so lange unterwegs ist, dass die eigene Wärmeproduktionsfähigkeit des Körpers etwas nachgelassen hat. Das hatte jetzt Evelyn zum Beispiel vor ein paar Tagen, hat das eingesetzt, dass sie abends relativ früh ins Zelt muss, weil ihr schnell kalt wird. Bei mir war es gestern soweit. Gut, aber da war ich auch nass und alles. Und es war so kalt. Und es war wirklich kalt. Jetzt geht's wieder gerade. Also, wir wissen nicht, wie kalt es ist, aber es ist schon kalt. Also vor allen Dingen, das Wasser ist natürlich wirklich arschkalt. Das hat 4 Grad. Wir haben einen Schwingebesen für dich. Oh, ein Schwingebesen. Inzwischen sieht er nicht mehr ganz so gut aus. Das ist eine Gabel von Air Greenland, die wir aus dem Flieger haben mitgehen lassen. Soll ich das mal halten? Heb das mal, danke. Da klebt noch ein Klumpen. Also wie man sieht, die korrekte Zubereitung von Frühstücksrührei erfordert vor allem eins: Zeit. Geduld. Geduld. Guck mal, das hatte ich dir auch schon bereit gebröselt zum Reintun. Ach, da gibt's noch mehr. Da gibt's noch mehr. Und also die nächste wesentliche Voraussetzung, mal abgesehen von Zeit und Geduld, ist, dass man halt wirklich verflutet und mal nicht zu viel Wasser nimmt, sonst hast du keine Chance, dann musst du das erst einkochen und eindicken lassen, dann wird's, nee, das wird nix. Jetzt hast du alles drin. Das wird dann irgendeine Eierpaste, die man natürlich auch essen kann, ist aber weit davon entfernt, gut oder sogar toll zu sein. Und wenn man die nämlich richtig macht, dann sind die richtig, richtig, richtig toll, gell? Ja. Ja. Nochmal, bitte nicht erwarten, dass das jetzt wirklich richtiges Rührei gibt. Wunder kann man nicht erwarten. Ich ergänze schon mal mit Salz. Ja, sehr gut. So 3 Prisen haben wir letztes Mal rausgekriegt, passen ganz gut rein. Und so ein Hauch Pfeffer. Ein Hauch Pfeffer. Wenn man eine Weile draußen ist, das haben wir auch festgestellt, die Geschmacksnerven werden wieder sensibler. Also man kann jetzt Dinge ohne nachzuwürzen essen, die man daheim noch, also zumindest ich würde einen Haufen Maggi rankippen oder irgendwie sowas. Und ja, einfach dadurch, dass man so ein bisschen raus ist aus der Überfütterung, aus der ja, auch Übersalzung von generell. Übersalzung von allem, ja, richtig. Ein bisschen mehr Pfeffer diesmal. Hervorragend. Da kriegt man einfach wieder so, selbst ich alter Geschmackslegastheniker, selbst ich krieg da langsam wieder so ein bisschen das Gefühl für Gewürze. Also, dass ein bisschen Gewürz schon einen schmeckbaren Unterschied ausmacht. Soll ich mal übernehmen? Kannst du. Aber du hast ja keinen Handschuh. Nur ich habe den einen Handschuh. Meine Handschuhe hängen irgendwo. Ah. Die sind nur ganz leicht feucht. Die könnte ich dann auch noch anziehen. Aha. Ja, sehr professionell. Unsere Stiefel sind natürlich auch noch ein bisschen nass geworden. Das hatte ich gestern schon erzählt. Ist jetzt nichts wirklich ganz katastrophal Schlimmes. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß es nicht. Okay. Nee, katastrophal schlimm ist es nicht. Sie sind einfach kalt und feucht. Aber heute soll es nicht mehr durchs Moor gehen. Wuhu! Ja. Wer es glaubt. Ja. Also der Unterschied zu Skandinavien wird auf dem Weg dahingehend deutlich, dass in Skandinavien die schlimmsten vermoorten Flächen oft wirklich noch mit irgendwelchen Bohlenbrettern ausgelegt sind. Dafür kosten die Hütten was. Aber eben mit dem Geld, was die Hüttenmenschen da mit ihren Hütten verdienen und so weiter und so fort, bringen sie dann doch die Leistung, dass sie meistens eben noch diese Bohlenwege, also einfach ein Brett aufs Moor schmeißen. Ne? Das ist auch schon, das reicht aber in vielen Fällen auch schon. Oder 2 Bretter. Also auf dem Nördlichen bin ich an 2 Männern, also 2 Bären quasi vorbeigelaufen. Das waren 2 Kasten, die am Bohlenbretter bauen waren und die waren also ganz ordentlich beschäftigt, alles noch schön irgendwie in die Höhe und dann schön. Waren die etwa größer und stärker als dein Mann? Die waren größer und stärker als mein Mann. Das ist ja das furchtbar. Waren Tiere von Männern. Oh. Tut mir leid. Oh, na gut. Aber es ist halt schon sehr, sehr aufwendig, alles mit dem Helikopter eingeflogen, alle Bretter immer schön verteilt und da waren die am Schrauben und am Zimmern. So.
was meinst, eine gewisse Klümpchenbildung lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Nein. Das ist also auch nochmal eine wesentliche Erkenntnis zum korrekten Eierbraten bzw. Eiermachen. Eine gewisse Klümpchenbildung ist leider unvermeidlich. Übrigens, wenn man hat, kann man die natürlich auch noch ein bisschen Öl zugeben, dann brutzeln sie besser. Das ist natürlich geschmacklich auch nochmal eine... Wir hätten Knoblauchöl. Nein, willkommene Ergänzung, also normales Öl. Das Knoblauchöl, das habe ich Evelyn mal geschenkt, sie mag es. Mir persönlich ist es echt zu krass. So, wir entzünden. Ready vor Entzündung? Hast du Feuer? Nee. Dann du? Bist du nicht ready für Entzündung. Ja, wir müssen doch erst vorheizen. Ach so. Da hinten beim Bein. Ah, da. Wirf nicht den Hut um. Oh. Oh. Oh, falsche Hand. Nur eine Hand. So, Zeit den Boost zu starten. Boost. Boost, wo bist du? Da ist er. Ein bisschen warten noch. Da war ich auch schon mal zu früh. Und ganz langsam auf der geht's. Triebwerk gestartet. Sehr schön, hat sogar geklappt. Immer wenn die Kamera läuft, läuft's. Ah, wir sollten mal sehen, wenn die nicht läuft, was dann los ist. Jo! Löffel? Ja, fürs Erste. Und jetzt, wichtig, man braucht einen beschichteten Topf. Ohne beschichteten Topf macht das überhaupt keinen Spaß. Wirklich nicht. Hat man aber einen beschichteten Topf und rührt die ganze Zeit. Wichtig, kontinuierlich rühren. Immer. Dann kann es gelingen. Sonst haben wir halt die Feuchtigkeit drin, das ist ja nicht schlimm. So. Bitte degustieren Sie. Und fertig sind die Rühreier. Ich degustiere, sagt der Schweizer. Also die Schweizer sind so vornehm manchmal. Und dann wieder haben sie Lölis und Rölis und Kuchenräschlis. Du meinst der Löwe, wo du blöd siehst? Genau. Das haben die Berner.
Die was? Die Berner, die vom Kanton ja, Bern. Wie heißt das? Löw. Also so ein Glünki halt, so einen. Ein Glünki, ah. Ja. So ein Löli, so ein blöder Depp. Oh, ich hatte auch einen Löffel. Haha. Mm. Also man muss natürlich im Hinterkopf behalten, wir sind jetzt 12 Tage draußen. Jetzt schmeckt das. Gut, dann gehen wir wieder in die... Ah, ich muss unter meinem Hut platziert werden. Der Akku blinkt auch schon. Bei den Temperaturen hält auch der Akku nicht lange. Jetzt sind wir auch zum ersten Mal übrigens in der Lage, beziehungsweise in der Situation, dass ich mal ein bisschen gucken muss, wie ich mit meinem Strom auskomme. Das war bisher nie schwierig. Solarpanel hat immer fleißig alles aufgeladen. Du hast noch eine volle Powerbank. Ich habe noch eine volle Powerbank, aber die kommt jetzt auch zum ersten Mal zum Einsatz. Bisher haben wir alles direkt aus dem Solarpanel wieder aufgeladen und gut war. Ja, und jetzt mal Powerbank anschmeißen. Zwei Akkus dran schließen und damit mir da nichts ausgeht heute. Das wäre schade und wir hoffen dann, dass wir unten im Tal wahrscheinlich so viel Wetter haben, dass wir zumindest ein bisschen Pover nachtanken können und schlimmstenfalls, da sind wir ja in der Stadt oder an der Stadt, da kann man ja notfalls auch irgendwo eine Steckdose in irgendeiner Form, sonst müssen wir uns mal einen Kaffee hocken oder sonst wie akkrevieren, eine Steckdose. Ne? Also, Dankeschön an dieser Stelle, soweit und wir essen Rührei. Tschüss. Ja, so viel zum Hotel, zur Stadt selber. Es gibt halt diverse Supermärkte. Es gibt das schöne Museum, dazu mache ich nochmal extra was, das muss ich jetzt nicht alles erzählen, wo man noch ein bisschen was zum historischen Stadtkern erfahren kann. Sisimiut ist 1700 Ungrad von Dänen gegründet worden, die Grönland kolonisieren wollten und ja, haben zu diesem Zweck eben Sisimiut gegründet, auch zum Zwecke, dass sie einfach einen Hafen hatten, wo sie Handel treiben könnten, Dinge dann zurück nach Dänemark schippern, die sie in Grönland geraubt baut haben, insbesondere natürlich Seeerzeugnisse, also Seehund, Wal und so weiter. Hatte man dann auch in Dänemark einen gewissen Bedarf dafür. Das wurde dann ganz gerne gehandelt. Und Sisimiut war einer der Häfen, wo das dann eben entsprechend eingeschifft und nach Dänemark transportiert wurde. Sisimiut ist auch der nördlichste noch ganzjährig eisfreie Hafen von Grönland bisher gewesen. Das wird sich in Zukunft auch ändern. Aber es ist eine wesentliche Eigenschaft, dass du weiter nach Norden nicht kommst, um einen ganzjährig eisfreien Hafen zu haben. Bisher! Künftig wird das kein Problem sein, da kannst du bis zum Nordpol und hast immer ganzjährig eisfreie, ja, lassen wir das. Jedenfalls, bisher war das wichtig. Ja, ist also durchaus wichtig und wir haben uns im Hotel gut gehen lassen, haben halt alles nochmal angeguckt. Ich bin nochmal auf so einen ollen Berg gestiegen, wir haben ein paar Stadttouren gemacht, eben in diesem Museum waren wir noch und dann sind wir zurück zum Flughafen, zum kleinen Flughafen von Sisimiut. Der ist lustig, der hat eine Grundfläche von ca. 8x8 Metern. Also das Flughafen, das eine Flughafengebäude, wo der Tower oben drauf steht und unten der Wartesaal und die Gepäckabfertigung, alles in diesem kleinen Raum, kleinen Gebäude von 8x8 Metern inklusive Toilette. Also auf 64 Quadratmeter findet, gefühlt, vielleicht wenn es auch ein bisschen mehr, ja, komm, lass es 100 sein. Nee, das sind keine 100. Das sind keine 100, okay. Gut, also sagen wir 80, findet der komplette Abwicklungs-, sämtliche Logistik und alles, was den Flugverkehr von Sisimiut nach wohin auch immer die da fliegen betrifft, findet in diesem winzigen Gebäude statt. Ja, die haben auch kein Gate, die haben einfach eine Tür raus aufs Rollfeld. sie wollen dann von dir wissen. Sicherheitskontrolle gibt es übrigens auch nicht. Ja, du kannst mit einem Taschenmesser fliegen. Scheißegal, interessiert niemand. Darfst du zwar nicht, gibt ein Schild, wo drauf steht, dass du das nicht darfst, aber ob du das tust oder nicht, kratzt kein Schwein. Wird nicht kontrolliert. Ja? Also grundsätzlich wahrscheinlich nicht. Es ist sicherlich keine Ausnahme gewesen, dass bei uns nicht kontrolliert wurde, sondern die haben überhaupt keine Einrichtung, um da irgendwas zu kontrollieren. Die haben auch gar keinen Metalldetektor, haben sie gar nichts dergleichen. Aber es wurde auch nicht in Kangerlussuaq, die Inlandsflüge, das Gate, ja. 1. Nee, das hat auch keinen Schwein gekratzt. Oder 7, sie schreiben ja alles wahnsinnig mit großen Zahlen, ja, an, damit, ja, sie größer wirken. Ja. Das ging auch einfach aufs Rollfeld raus. Da war auch, ja, keine Kontrolle und nichts für die Inlandflüge. Das ist lustig. Grundsätzlich ist es ja so, dass sie gerne ihren Bussen irgendwelche hohen Nummern geben. Der Bus 600 irgendwas. Einfach damit es nicht so wirkt, als hätten sie nur drei Busverbindungen. wenn überhaupt.
Und die Taxis haben auch total krass hohe Nummern, obwohl es wahrscheinlich im ganzen Ort nur 3 Taxen gibt oder 4. Wie viel haben wir gezählt? Ich glaube 4 verschiedene. Ja, 4 verschiedene haben wir gesehen. Und alle mit 2-stelligen Nummern. So. Aber Taxifahren ist relativ lukrativ. Es sind erstaunlich viele Taxen unterwegs im Ort. Wahrscheinlich ist das einfach billig. Ja, du kannst es auf keinen Fall als Taxifahrer davon leben, in so einem kleinen Ort, wenn du da horrende Preise verlangen würdest. Kann ich mir nicht erklären. Deshalb. Aber ein eigenes Auto haben lohnt sich andererseits in Sisimiut auch nicht wirklich. Manche Leute haben es. Ein Auto ist noch Prestigesymbol. Noch viel mehr als es bei uns. Also das war ja bei uns auch mal ein großes Prestigesymbol. Die etwas Älteren unter uns werden sich erinnern, dass du irgendwie eine krasse Karre haben musstest, um jemand zu sein. Das hat bei uns, denke ich, abgenommen. Teilweise. SUV und so ein Schwachsinn. Aber es hat, denke ich, insgesamt doch abgenommen im Vergleich zu den 70er oder 80er Jahren, wo das Auto alles gewesen ist. Gut, okay, bei den zugewanderten Leuten ist vielleicht das Auto auch noch etwas wichtiger als beim Urdeutschen. Habe ich zumindest den Eindruck, wenn ich mir so die BMW-Menschen da, sagen wir, anatolischer Herkunft angucke, ohne das jetzt in irgendeiner Form verteufeln zu wollen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Gut, vielleicht muss das ja so sein, weiß ich nicht. In Grönland ist es auch nochmal super wichtig, wenn du ein Auto hast, dann musst du damit auch gesehen werden und fährst damit auch sinnlos in der Gegend rum. Weil sinnvoll rumfahren geht nicht, weil die kein Straßennetz haben. Du kannst von einer Stadt in die andere nicht mit dem Auto fahren, da gibt es keine Straße dazwischen. Ja, du kannst nur in der Stadt, wo du wohnst und dein Auto hast, kannst du die Stadt rauf und runter fahren und bestenfalls noch ein Stückchen in die Wildnis raus, um dann am Wendeplatz umzudrehen und wieder zurückzufahren. Und genau das tun die auch. Und zwar intensiv. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Zu einem gewissen Grad kann man es ja nachvollziehen, weil wenn das Auto nur rumsteht und nie bewegt wird, ist das für das Auto auch nicht gut, habe ich mir sagen lassen. Aber sie tun es auch zu sehr. Ja, also ein gewisses Posing-Verhalten, ich habe ein Auto, seht mal, hier guckt her, was für ein Auto ich habe, ist vorhanden. Lustig ist, dass dieses Posing-Verhalten auch dann stattfindet, wenn man einen Fiat hat oder so. Also wirklich so einen winzigen Viertürer, gefühlt... Ja, ein Dreitürer, so heißen die, genau. Gefühlt so ein besserer Couchsessel, aber mit sowas muss man auch den ganzen Tag rumfahren, um zu zeigen, dass man ihn hat. Ah, Benzin ist billig. Benzin ist super, super billig. Das kann man sich also schon, wenn man sich ein Auto leisten kann, hat man auch keine Probleme, das Benzin dafür zu bezahlen. Für die paar Mal im Dorf hin und her fahren, die man dann am Tag maximal machen kann, weil auf Spazierfahrten zum Flughafen, wenn da irgendwie der Flieger kommt, wenn mal ein anderer Flieger kommt als die Standardflieger, sind durchaus üblich. Dann fährst du halt mal einfach zum Flughafen raus, da gibt es immerhin eine Straße hin, sogar asphaltiert. Asphaltierte Straßen sind selten. und gehst Flieger gucken. Also beliebte Freizeitveranstaltung, scheinbar. Haben wir auch erlebt, da kamen ein Haufen Leute zum Flughafen rausgefahren, weil da ein Militärflieger von der Sirius Patrol, heißen die so? Ja, so heißen sie. Landeübungen durchgeführt hat. Die haben da wohl wahrscheinlich einen neuen Piloten einlernen wollen und haben da quasi, sind dann dauernd gelandet, aufgesetzt, durchgestartet, wieder weggeflogen. Runde gedreht, aufgesetzt, durchgestartet, weggeflogen. Einfach üben, landen üben. Damit man auch ja bei Nebel und bei schlechten Windbedingungen und so weiter und so fort, zumindest mit dem Militärflieger, ein krasses Ding, so eine riesen Transportmaschine mit 4 Propellern oder was, damit das dann immer funktioniert. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind dann durch die lustige Sicherheitskontrolle, die nicht vorhanden war, in den Flieger gestiegen, sind ans Ende der Rollbahn gefahren. Es gibt natürlich nur eine, klar, die übrigens erstaunlich kurz ist, gibt einem fast schon zu denken, und dann im Meer endet. und ja, haben dann da eben quasi darauf gewartet, dass wir grünes Licht bekommen zum Start. Und dann kam die Durchsage, nee, ist zu windig, wir fahren wieder zurück, wird heute nichts mehr. Beziehungsweise wird in der nächsten Stunde wird es nicht besser. Dann sind wir also wieder zurückgefahren, sind alle ausgestiegen, wieder zurück in den Wartesaal. Und eine Stunde später, jetzt versuchen wir es nochmal. Dann war wieder Boarding, nochmal, wieder ohne Sicherheit und so weiter. Ne? Auch ohne Bordkarte vorzeigen, war ja klar, dass wenn du jetzt noch hockst, du dann auch mitfliegen darfst. Also das Fliegen, Inlandflüge in Grönland sind quasi wie Busfahren bei uns. Wieder rein in den Flieger und dann ist er tatsächlich abgehoben mit durchaus ein bisschen Gewackel, ja, vorsichtig ausgedrückt. Und Kangalu Suak dann halt 20 Minuten später gelandet oder irgendwie sowas. Ja, also wofür man 12 Tage, je nachdem wie schnell man halt ist. Es gab übrigens auch so einen Verrückten, das ist in 5 Tagen gelaufen, das geht auch, aber das ist dann halt wirklich für die richtig sportlich ambitionierten. Da musst du schon ordentlich sportlich für sein. Aber gehen tut das offensichtlich.
sind wir in Kangerlussuaq wieder gelandet, waren glücklich, waren froh, haben noch einen ganz kleinen Abstecher gemacht. Dazu erzähle ich dann auch noch mal separat, noch mal irgendwie in einem anderen Video was. Und saßen dann in der Cafeteria, um einen Kangerlussuaq-Burger zu essen. Oh, der war gut. Und weil sie irgendwas bei der Bestellung verwechselt haben, haben wir noch einmal extra Pommes umsonst dazu bekommen und haben uns nicht beschwert. Ja, wir sind böse. Wir haben die Pommes einfach gegessen. Hättet ihr auch gemacht, oder? So, ja, und dann ging irgendwann der Flieger nach Hause und ja, dann waren wir wieder daheim, quasi. Also Kopenhagen und dann weiter nach Heise, ne? Und ja, jetzt habe ich lange gelabert und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen war es das jetzt auch. Bildmaterial einfügen folgt, dann im Schnitt. Und jetzt seid ihr hoffentlich zufrieden. Zu bestimmten Themen gibt es noch weitere Videos, die ich dann irgendwann mal in Ruhe mache. Also es kann durchaus noch eine ganze Weile dauern, bis die dann mal irgendwann kommen. Aber die gibt es auf jeden Fall noch. Ja, der arktische Hase, das war zum Beispiel sowas. Videos in dem Stil wie dem arktischen Hasen werden noch ein paar folgen. Und soweit jetzt erstmal. Auf Wieder, tschüss. Regnet auch fast nicht mehr, oder? Ach Schatz, zeig doch mal deinen Löffel vor. Ja, nee, ist noch nicht fertig. Das ist hier der aktuell während dieses Videos umdrehen. Entstehende Löffel. Ich finde vor allen Dingen die Aushöhlung hat sie toll hinbekommen. Oh, das ist ein Herzchen. Ja. Oh, das ist ein Liebeslöffel. Oh. Müssen wir dann damit die Hochzeitstorte anschneiden? Das ist ein Löffel, kein Messer. Anlöffeln? Anlöffeln. Okay, machen Nein. wir. Nein. Quatsch. Hätte ich jetzt gemacht. Tschüss.